Lieber Wassermann, ich grüße dich zu deiner Botschaft für den Monat Dezember. Wie immer, es ist ein allgemeines Reading. Spür in dich hinein, fühle nach, ob es stimmig ist. Wenn nicht, lass die Energie weiterziehen oder schau nochmal bei deinem Aszendenten oder Mondstand nach. Und wir schauen mal, was die Energie dir mitgeben möchte für den Monat Dezember, was wichtig ist für dich, wo du nochmal hinschauen darfst, was du eventuell noch anschauen darfst und wo dein Weg dich hinführen möchte. So, dann schauen wir mal. Eine bitte. Danke. Dankeschön. Ach, sehr schön. Lieber Wassermann, folge weiter der Stimme deiner Seele. Du hast hier wirklich persönliche Führer, Geistführer, Ahnen, Familienmitglieder an deiner Seite, die dich führen in diesem Monat. Sie sind ja sowieso immer präsenter noch gerade in diesem Monat, wo wir auch in die Rauhnächte gehen. Und deine Stimme, also deine Seele ist hier ganz präsent. Sie möchte, dass du mehr, dich noch mehr führen lässt. Und deine reinste Energie gehst, ohne Schuld, ohne alles. Und wage mutig diese Schritte. Weiterzugehen, deiner Stimme, deiner Seele zu folgen. Sei mutig, lass dich führen und du kommst hier in eine wunderschöne neue Energie. Sehr schön, du hast hier eine ganz tolle Energie an deiner Seite. Dann hast du Raphael an deiner Seite, der dich unterstützt. Aber auch Menschen an deiner Seite, Gemeinschaft, sei es Menschen im Außen, sei es die Familie, sei es die Ahnen, die ganz stark an deiner Seite sind und sich darauf freuen, dass du mutig die nächsten Schritte wagst, jetzt in diesem Monat. Wunderschön, sehr gut. Also, du darfst dich hier führen lassen, Raphael, der Heiler, an deiner Seite und ja, wirklich hier vorwärts zu gehen. Bist auf dem guten Weg, darfst aber auch neue Schritte wagen. Du suchst eine Antwort, zünde eine Kerze an und blicke eine Weile in die Flamme, um sie zu finden. Du kannst dir ein Kerzchen anmachen, reinschauen mit dieser Kerze, meditieren. Und du hast hier definitiv Führer, geistige Führer an deiner Seite. Vertraue, was dir gezeigt oder gesagt wird. Darum geht es. Und die Antworten werden in Leichtigkeit zu dir kommen. Viel Licht kommt rein. Ne? Gehe weiter vorwärts. Sei mutig, neue Wege zu gehen und die alten Pfade zu verlassen. Denn deine Seele, die fordert dich jetzt gerade regelrecht dazu auf. Wunderschön. Hast du dir einen wunderschönen Monat für ausgesucht? Sehr schön. Und hier darfst du wirklich weitergehen. Und somit auch weitergehen in eine wunderschöne neue Energie, ins neue Jahr hinein. Toll. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gesegnete Weihnachtszeit, wunderschöne Rauhnächte, einen wunderschönen Übergang ins neue Jahr, in eine neue Energie. Sei mutig und gehe weiter.
Sei gesegnet, hab eine gute Zeit und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und sage bis zum nächsten Mal, wenn du magst. Ciao.